Werte Gersche, ich begrüße Sie zu Bürgersrechte Nummer 6. Thema ist wie immer die Anerkennung der Intelligenzrente der Ingenieure des ehemaligen VEB Elektronik Gera. 2012 wurde die 5. Folge produziert. Inzwischen ist viel passiert. Die 2. Klägergeneration ist aktiv. Ein Vertreter sitzt neben mir, Herr Günter Franke. Stellen Sie sich vor. Ja, ich arbeitete seit 1975 als Ingenieur beim VEB Elektronik Gera und zuletzt als Abteilungsleiter verantwortlich für den betrieblichen Umweltschutz. Danke. Noch einmal kurz zu meinem Rechtsstreit. Meine Klage wurde vom Thüringer Landessozialgericht abgelehnt. Der Widerspruch gegen die Nichtzulassung der Revision meiner Klage wurde vom Bundessozialgericht abgelehnt. Meine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wurde abgelehnt. Herr Franke wird jetzt seine Klageschrift zur mündlichen Verhandlung am 31.03.2017 um 10 Uhr vor dem Sozialgericht Altenburg vorlesen. Folgende Einträge in das gesetzliche Register der volkseigenen Wirtschaft der DDR beweisen, dass die Umwandlung des VEB Elektronik Gera am 27.06. nach der Umwandlungsverordnung nicht stattfand. Am 27.06.1990 war die Eintragung der Elektronikon GmbH Gera. Am 3.07. Eintrag der Kondensatoren GmbH Prenzlau. Und am 3.07.1990 auch die Löschung des VEB Elektronik Gera. Das heißt, die Umwandlung des VEB Elektronik Gera in die Rechtsnachfolger Elektronikon GmbH und der Kondensatoren GmbH Prenzlau wurde also vom Amtsgericht Gera gemäß Umwandlungsverordnung und Umwandlungsvertrag am 27.06.1990 nicht durchgeführt. Der VEB Elektronik wurde somit am 27.06.1990 auch nicht in das Handelsregister der DDR gelöscht, sondern erst am 1.07. durch das Treuhandgesetz umgewandelt. Die Eintragung der Elektronikon GmbH Gera am 27.06.1990 ist nach der Umwandlungsverordnung zu beurteilen. Sie ist vorbereitend und ist erst mit Eintragung der Kondensatoren GmbH Prenzlau in das Handelsregister am 3.07.1990 gültig. Erst wenn beide Rechtsnachfolger rechtsfähig wurden, konnte der VEB Elektronik am 3.07.1990 im Handelsregister gelöscht werden. Dankeschön. Zur Erläuterung und zur Kenntnisnahme, werte Gersche, möchte ich den Gesetzestext nicht der gesamten Umwandlungsverordnung, die für Umwandlung von Volkseigentum in Privateigentum gilt, vorlesen, also nicht den ganzen, da brauchen wir eine Stunde. Nein, Paragraph 7 lese ich vor. Und zwar die Überschrift: Wirksam werden der Umwandlung Rechtsnachfolge erlöschen. Die Umwandlung wird mit der Eintragung der GmbH bzw. der AG in das Register wirksam. Mit der Eintragung wird die GmbH bzw. AG Rechtsnachfolger des umgewandelten Betriebes. Der vor der Umwandlung bestehende Betrieb ist damit erloschen. Das Erlöschen des Betriebes
ist von Amts wegen in das Register der volkseigenen Wirtschaft einzutragen. Die Umwandlung wird mit der Eintragung der Elektronikon GmbH Gera am 27.06.1990 und der Kondensatoren GmbH Brenzlau am 3.07.1990 in das Register wirksam. Deshalb konnte erst am 3.07.1990 der VEB Elektronik vom Amtsgericht Gera in das Register der volkseigenen Wirtschaft als erloschen eingetragen werden. Vollkommen richtig. Und zur Erläuterung, werte Gersche, ihr merkt schon, er liest seinen Text vor, den er dann auch in Altenburg bei der mündlichen Verhandlung vorlesen will. Und ich kommentiere das ein bisschen. Also zu dem letzten sage ich noch mal den Grundsatz der Umwandlungsverordnung. Mit der Eintragung des oder der Rechtsnachfolger. In unserem Fall haben wir ja zwei Rechtsnachfolger. Also der beiden Rechtsnachfolger wird die Umwandlung mit der Einführung beider wird die Umwandlung wirksam. Damit ist der VEB erloschen. Und das Erlöschen ist ins Handelsregister einzutragen. Partner, fahre fort. Nach über 15 Jahren setzt das Thüringer Landessozialgericht die Eintragung im gesetzlichen Register der DDR-Wirtschaft einfach außer Kraft. Das Thüringer Landessozialgericht urteilt, Zitat, der VEB Elektronik wurde am 27.06.1990 nach Umwandlungsverordnung gemäß § 7 im Handelsregister gelöscht. Das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR und widerspricht dem Grundlagenvertrag und der UNO-Charta. Ja, ein Ausschnitt aus dem Grundlagenvertrag, der heißt genau Vertrag über die Grundlagen der Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom Dezember 1972, Artikel 6. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gehen von dem Grundsatz aus, dass die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein Staatsgebiet beschränkt. Sie respektieren die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit jedes der beiden Staaten in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten. Und jetzt bezogen auf unseren Rechtsstreit, das Amtsgericht Gera trägt in das Handelsregister ein. Erlöschen des VEB Elektronik Gera am 3.7. Ich betone nochmal, werte Gersche, das Amtsgericht trägt ein Erlöschen des VEB Elektronik Gera am 3.7.1990. Und das Thüringer Landessozialgericht urteilt, das sind bestimmt 10 Urteile gesprochen worden, die urteilen Kraft ihrer juristischen Kenntnisse, setzen sie das Handelsregister der DDR außer Kraft und urteilen, Erlöschen des VEB Elektronik Gera 27.06.1990. Und weil diese Richter in Erfurt so urteilen, kriegen wir keine Rente. Gut, das war jetzt erstmal ein bisschen leicht abgeschweift, aber da Günter Franke macht weiter mit dem nächsten Punkt, mit dem nächsten Abschnitt. Einige Erläuterungen zu Entscheidungen der DDR-Gerichte. Nach notariell beglaubigten Umwandlungsvertrag vom 12.06.1990 soll der VEB Elektronik Gera in die Rechtsnachfolger Elektronikon GmbH Gera und Kondensatorenwerk GmbH Brenzlau umgewandelt werden. Das Amtsgericht Gera hat nach dieser Verpflichtung durch die Registerrichterin Lenk gehandelt. Ja, dazu meine Ausführungen. Wir haben dem Sozialgericht Altenburg
ein Dokument zur Verfügung gestellt, das von der Registerrichterin Lenk unterschrieben ist. Ihr handschriftlicher Eintrag auf Seite 2, ich zitiere, VEB Elektronik Gera löschen. Beachte, Brandenburgische Kondensatoren GmbH muss eingetragen sein am BVG. Zitat Ende. BVG ist hier gemeint Bezirksvertragsgericht Neubrandenburg. Das Amtsgericht Gera trug am 27.06.1990 die Elektronikon GmbH Gera in das Handelsregister ein. Am gleichen Tag fragt das Amtsgericht Gera schriftlich beim Bezirksvertragsgericht Neubrandenburg an, wann die Kondensatoren GmbH in Prenzlau ins Handelsregister eingetragen wurde und erhält die Antwort am 3.7.1990. Ich werde jetzt die beiden Briefe vorlesen. Anfrage des Amtsgerichts Gera an das Bezirksvertragsgericht Neubrandenburg am 27.06.1990. Durch die Aufspaltung des VEB Elektronik Gera in die Firmen Elektronikon GmbH und Brandenburgische Kondensatoren GmbH, Sitz Prenzlau, kann der VEB im Handelsregister der volkseigenen Wirtschaft gelöscht werden. Wir bitten um Mitteilung, wann der Betrieb Brandenburgische Kondensatoren GmbH in das Register eingetragen wurde. Gezeichnet Schmuck. Die Antwort, und jetzt ist wichtig, wann die gekommen ist, 3.7. und der Inhalt. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass die Brandenburgische Kondensatoren GmbH Prenzlau am 3. Juli 1990 in das Handelsregister B des Kreisgerichts Neubrandenburg eingetragen wurde. Die Registernummer lautet HB0386, gezeichnet Hacker Registerrichter. Das Amtsgericht Gera trägt daraufhin Folgendes in das Register der volkseigenen Wirtschaft des Bezirkes Gera ein. Zitat: Beendigung der Rechtsfähigkeit des VEB Elektronik Gera am 3.7.1990. Rechtsnachfolger Elektronikon GmbH Gera und Brandenburgische Kondensatoren GmbH. Ja, danke. Es gibt zwei Urteile, die bestätigen, dass der VEB Elektronik nicht am 27.06. erloschen ist. Zunächst das Sozialgericht Altenburg. Ich zitiere: Die Rechtsfähigkeit des VEB Elektronik Gera entfiel zwar, wie der Kläger zutreffend ausführt, nach dem 30. Juni 1990. Bayerisches Landessozialgericht. Zitat: Der VEB Elektronik Gera bestand vielmehr bis zum 30.06.1990 fort und erst dann am 1. Juli 1990 gemäß § 11 Treuhandgesetz in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt worden. Günther, warte, ich habe mir gedacht, soll ich es noch mal so kurz zusammenfassen? Du hast dann das Schlusswort, ist das, okay. Ist das günstig? Ja. Werte Gersche, die Rechtssituation aus meiner Sicht ist folgendermaßen. Das einzige Gericht, welches behauptet, der VEB Elektronik Gera ist am 27.06. erloschen, ist das Landessozialgericht Thüringen. Drei weitere Gerichte haben darüber geurteilt. Und wenn ich jetzt sage, Gerichte geurteilt, die haben geurteilt, nicht in einem Verfahren, die Gerichte der DDR, sondern haben ihre Entscheidungen ins Handelsregister eingetragen. Und das ist ja schon die große Katastrophe, die das Thüringer Landessozialgericht anrichtet. Im Handelsregister steht, erlöschen am 3.7. und die erlöschen das am 27.06. Das ist ein starkes Ding und deswegen kriegen wir keine Rente.
Also, stehen alleine da. Die DDR hat es alleine anders entschieden. Einmischungen in die inneren Angelegenheiten. Aber jetzt, die Richter, das Altenburger Sozialgericht hat es anders entschieden. Und das Bayerische Sozialgericht, das gleichberechtigt ist mit dem Thüringer Landessozialgericht, hat es auch anders entschieden. Und nun wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Deswegen bereiten wir uns auf seine Verhandlung vor. Bitte, Günther, dein Schlusswort. Ja, die Umwandlung also des VEB Elektronik Gera fand somit nicht, eben wie gesagt, am 27.06.1990, sondern am 1.07.1990 nach dem Treuhandgesetz statt und wurde von der DDR-Gerichtsbarkeit korrekt durchgeführt. Der VEB Elektronik Gera war also bis zum 30.06. Rechtsträger bezüglich seiner Fonds und Mitarbeiter. Wenn das Landessozialgericht Altenburg den Entscheidungen der DDR-Gerichtsbarkeit folgt und diese bestätigt, können alle Ingenieure des VEB Elektronik Gera mit denen gleichgestellt werden, die einen materiellen Anspruch auf Intelligenzrente haben. Werte Gersche, das war's von uns.